Hallöchen. Ja, ich habe eine Kleinigkeit bestellt. Da. Und das ist jetzt da. Das möchte ich euch gerne zeigen und ausprobieren und ja, so einen kleinen Produkttest machen, euch darüber was ein bisschen erzählen. Ich kriege das nicht bezahlt, ne? Also ich habe das selber bezahlt und ich dachte, ich zeige euch das einfach mal, wenn ich das auspacke. Und wenn ihr wissen möchtet, was da drin ist, dann bleibt gerne dran. Ich würde mich freuen. Nach dem Intro geht's los. So, dann wollen wir das mal auspacken. Ich mache da jetzt einmal auf, ohne dass ihr meine Adresse seht. So, da können wir jetzt einmal reingucken. Ich habe mir einmal bestellt einen Handstanzer von Raya und einen Dymo, also ein Etikettiergerät. Ich hatte euch ja im Action Hall mal den neuen Etiketten Hiopai vorgestellt und der ist ja gnadenlos durchgefallen. Und dann habe ich mich mal ein bisschen informiert und auch Produkttests angeguckt und dachte, der dürfte es dann werden. Ich, wie gesagt, ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Das hatte ich euch ja dann auch in dem Action Hall gesagt. Da sahen die aber dann noch ein bisschen anders aus, also nicht so stylisch wie diese hier. Aber ich dachte mir, ich finde das irgendwie total cool. Erinnert mich so an früher und ich möchte das also auch gerne haben. Und dazu passen dann ja auch hoffentlich diese neuen Etikett hier Bänder. Also die sollten mit 9 mm sein und bei dem Dymo auch. Und ich würde dann einfach mal sagen, wir probieren den vielleicht als erstes, falls das für euch interessanter ist, wie diese Handstanze. Die zeige ich euch dann gleich. Wir fangen jetzt erstmal an. Wir packen den jetzt erstmal aus. Hier ist auch ein schwarzes Band schon mit bei. Das ist auch drinne. Und wir wollen den mal auspacken. Der kann natürlich nur Großbuchstaben. Den gibt es auch noch, ich glaube, in etwas besser. Ich glaube, ich weiß gar nicht, dass der auch Groß- und Kleinbuchstaben machen kann. Aber wie gesagt, kenne ich mich nicht so gut aus. Ich dachte mir, Großbuchstaben reichen für mich. Außerdem hat er auch die Zahlen von 0 bis 9 und natürlich hier ein Eurozeichen und Umlaute hat er auch noch dabei. Von daher auch Pfund sogar. Komma, Punkt ist auch dabei, das Ad-Zeichen ist dabei und der soll auch angeblich selber abschneiden können. Das ist mir natürlich wichtig, ob das auch wirklich funktioniert und deswegen packen wir den jetzt einfach mal aus. Ich habe auch eine schöne neue Schere bekommen. Schön groß an meinen besten Kumpel. Sie wird also schon benutzt. Auch er weiß, ich liebe einfach Scheren und hat mir jetzt eine noch mitgebracht. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viele ich habe, aber reichlich. So, die Verpackung ist natürlich, ich fände es schöner, wenn es eine Verpackung wäre, die man dann auch wieder richtig verschließen könnte. Ich verletze mich immer in diesen Verpackungen, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich schneide mich da drin immer. Also entweder bin ich zu doof, um das auszupacken, oder ihr teilt mein Leid und kennt das. So, Hauptsache erstmal das Ding rauskriegen. So, alles andere ist mir egal. So, dann haben wir hier noch die Anleitung und dann fliegt das erstmal weg. Also, so sieht der aus. Liegt ganz gut in der Hand, finde ich. Der hat hier so Eingriffe, wo man die Finger reinlegen kann. Und hier, das kann man wohl dann aufmachen. Da legt man dann das Band ein. Und da ist dann auch ein Pfeil, wie rum man das reinlegen muss. Dann schiebt man das durch die Schienen durch, dass es gerade ist. Und dann kann man auch wohl schon loslegen. So. Ich glaube auch. Also hier gibt es, ich weiß gar nicht. Ah ja, okay, hier gibt es auch so ein Leerzeichen tatsächlich. Das heißt also,
Das wird wahrscheinlich das sein, was man nutzen muss und nicht per halben Druck. Wir probieren das jetzt einfach mal aus, wie das so funktioniert, beziehungsweise wir gucken mal kurz hier rein, ob da irgendwas Wichtiges drin steht. Aber sogar für Blondinen, also wie für mich, ne? Also nicht abwertend gemeint, mit Bildern. Okay, man soll das ungefähr 3 cm rausziehen, man kann das drehen, man muss das aufmachen, wie ich euch das gezeigt habe. Ja, und klicken, wenn man dann was machen muss. Und die Schere bedeutet, dass das Ding das abschneiden kann. Ja, relativ selbsterklärend. Wir schreiben dann einfach mal etwas und gucken, ob das auch funktioniert. Ich mache das jetzt extra mit etwas weniger Druck. Und gucke mal, wie das dann aussieht. Also man kann es in beide Richtungen bewegen. So, okay, wenig Druck ist gar nicht mal so gut. So, abschneiden ist klar und man kann es nur kaum erkennen. Also ich muss erst mal schauen. Also bedeutet mehr Druck. Nun gut, dann mal mit mehr Druck. Das sieht dann auch schon wesentlich besser aus. So, also man muss das auf jeden Fall ordentlich durchdrücken. Zack. Abschneiden, funktioniert super. Das Ergebnis ist toll, klappt wunderbar. Der Abstand ist ganz gut, das Ende ist ein bisschen weiter unten. Warum auch immer, ich habe ja nichts verändert, kann ja mal sein. Und ja, also funktioniert super, man muss halt dran denken, ordentlich durchzudrücken, ist aber nicht viel Kraftaufwand und ist in dem Falle schon mal ein schönes Produkt. Jetzt probieren wir einfach mal, wie das läuft hier mit dem Rausnehmen. Also einmal Klappe auf, einmal vorsichtig ziehen. Das Schöne ist, dieses Band hinten, diese Klebefolie zum Schutz ist nicht geriffelt wie bei meinem Action-Test. Das ist wunderbar, das finde ich richtig gut. Und wir legen uns jetzt einfach mal ein lilanes Band ein. Jetzt muss ich noch mal schauen. So, ich glaube, das sollte man so einlegen. Dann hier in den Pfeil. Und dann weiß ich jetzt gar nicht. So viel zum Thema Blondinen. Ah ja, das kann man so ein bisschen reinschieben. Muss ich mal schauen, ob er das jetzt selber greift oder nicht. So zu ist es schon. Ich stelle das jetzt mal auf. Nee, das tut er nicht. Ah ja, ist schon wieder runtergerutscht. Also irgendwas muss ich dann wahrscheinlich... Ah, okay. Also offen lassen, ein bisschen nachschieben mit der Hand. Mit dem Finger, dann greift er das und schiebt das nach oben. Das finde ich natürlich cool. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo er rauskommt. Also, beziehungsweise wann. Müssen wir mal gucken, wann wir das dann sehen. Klappt das denn? Bin etwas ungeduldig. Ah, da ist es schon. Okay, man sieht dann, das kommt dann hier oben raus. Und dann probieren wir das jetzt einfach nochmal und schreiben etwas anderes. Einfach mal ein freundliches Hallo. So, ein freundliches Hallo und jetzt auf die Schere. Zack, das ist so cool, das feuert dann richtig da raus. Oh. Jetzt muss ich aufpassen, hier ist die Klebefolie ab, also diese Schutzfolie. Das ist natürlich nicht so toll und wo man natürlich aufpassen muss, er schneidet direkt hinter dem letzten Buchstaben ab. Also am besten dann noch ein Leerzeichen machen und dann erst schneiden. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller. Jetzt muss ich aber gleich mal gucken, warum er mir die
Schutzfolie abzieht. Beim Drucken. Vielleicht habe ich da jetzt nicht richtig aufgepasst. Und das soll ja nicht sein. Aber hier ist nichts zu sehen, warum das so ist. Warum zieht er dann die Kleber schon ab? Ich glaube nämlich nicht, dass das so gewollt ist. Wir probieren das jetzt nochmal aus. Ja, jetzt habe ich mal gefühlt, jetzt fühlt es sich nicht mehr so an, als würde er das machen. Also ihr müsst natürlich das Wort, was ihr prägen wollt, im Kopf haben, weil wenn man sich einmal vertippt, ist vorbei, ne? Also dann hat man halt einen Schreibfehler drin. So, zack. Ich finde das cool, wenn das so rausgefeuert wird. So, jetzt ist die Folie auch wieder dran. War wahrscheinlich nur durch das Einführen, dass das ein bisschen gehakt hat und deswegen abgezogen hat. Jetzt ist aber alles gut, man kann es auch super lesen. Jetzt in dem Fall ist das Z etwas weiter unten, beziehungsweise das C etwas weiter oben wie der Rest. Aber, ja, mein Gott, ist nicht schlimm. Ich finde das super retro irgendwie. Ich finde das total cool und freue mich über dieses Gerät. Der passt natürlich jetzt nicht mehr hier in meine tolle Box. Also muss ich eine etwas tiefere nehmen. Aber das ist natürlich nicht so schlimm. Ich kann euch den gerne verlinken und wenn ihr den über meinen Affiliate-Link bestellt, kriege ich eine kleine Provision, aber es kostet euch halt nicht mehr. So, ich lasse das Band jetzt einfach so drin, packe das dann nachher nur um und mache dann auch mal weiter mit dem nächsten Test. Die Anleitung packe ich mit dabei. Umräumen kann ich ja. Immer noch. So, hier ist noch mein Hallo. Ja, wo klebe ich das Hallo denn hin? Ach, hier auf meinen Stiftehalter. Passt. So, weiter geht's. Ich habe mir eine Handstanze bestellt. Ich wollte die eigentlich gebraucht kaufen, wenn ich ehrlich bin, aber dieses Hexagon habe ich nirgendwo jetzt in der kürzesten Zeit gebraucht gefunden. Deswegen habe ich mir das bestellt. Diese Handstanze gibt es in drei verschiedenen Größen, soweit ich weiß. Ich habe mir die mittlere Größe bestellt. Das sind 3,81 cm im Durchmesser. Den gibt es noch in 2,54 cm und 5,08, also ein richtig groß. Ich wollte aber unbedingt die mittlere Größe und bin auch sehr froh, dass ich mich für diese mittlere Größe entschieden habe oder dass ich mir den ausgesucht habe. Ich war nämlich erst unsicher und dachte, ja, vielleicht doch den ganz großen, aber nein, die Größe wollte ich haben. So, hier ist jetzt auch wieder sehr fest. Ich packe den jetzt einmal aus, mal gucken, ob ich da mit einer Nagelfeile drunter komme. Ansonsten müssen wir es halt hier auch aufschneiden. Aber es funktioniert. So. So sieht das gute Stück aus. Das können wir hier abmachen. Dann fällt das da raus. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Messerchen da drinnen auch schön fest sind, beziehungsweise schön scharf. Ansonsten, wenn ihr sowas schärfen möchtet, nehmt ein wenig Alufolie und stanzt da durch. So werden die Klingen dann geschärft. Ne, so als kleiner Tipp. Dann habe ich mir hier extra ein bisschen Restpapier rausgesucht. Etwas holographisches Papier und so, weil ich damit was basteln möchte. Und ich dachte mir, wir gucken mal, ob wir da irgendwas Schönes rausstanzen können und dann auch was basteln können aus den Resten. Ich glaube, diese Reste sind zu klein. Das könnte gerade so gehen. Ich liebe das ja, wenn Reste aufgebraucht werden.
So, also das sah schon mal sehr cool aus und das ist der Rest dann vom Rest. Und hat sehr, sehr, sehr schön ausgestanzt, nicht ausgefranst, gar nichts. So, dann haben wir hier noch, ich mache das immer gerne so rum, dass ich sehen kann, wo er stanzt. Wir können ja mal ein paar mehrere ausstanzen. Oh, ein bisschen weit unten, aber nicht schlimm. Auch das Glitzerpapier wird richtig toll ausgestanzt. Das ist, sollte mal einer werden, aber da habe ich falsch angesetzt. Deswegen lieber ausleeren, wenn ihr neu stanzen wollt. So, also bin ich absolut begeistert, mache ich jetzt ein paar von fertig und dann können wir damit auch schon was basteln. Und so kann man auch Reste verwerten, indem man einfach mal Sachen ausstanzt. Da gibt es ja auch ganz tolle Videos von der Kartenqueen zum Beispiel. Die macht das ja auch öfters mal, dass sie irgendwie was ausstanzt und damit Karten macht und die zeigt. Also kann ich nur empfehlen. Die macht auch sehr, sehr, sehr schöne Videos. So. Hier noch das letzte. Und ja, wie gesagt, also kann ich absolut empfehlen. Macht mir Spaß, ist schön scharf, ist leicht zu bedienen. Also kinderleicht wirklich. Oh, das sieht fast aus wie ein Bonbon. Ich bin sehr zufrieden, dass ich den gekauft habe. Auch den kann ich euch verlinken und dann auch hier mit Affiliate-Link, wenn ihr den bestellen möchtet, gibt es dann dementsprechend ein kleines Goodie für mich. Ich stanze noch ein bisschen rum und dann können wir am besten mit diesen Sachen auch ein bisschen was basteln. Ich habe mir jetzt ein paar Rauten ausgestanzt und die möchte ich jetzt zu einem Kartenaufleger verarbeiten. Und da bin ich jetzt am Überlegen, wie ich das jetzt anordnen möchte. Ich habe ein bisschen Spiegelpapier genommen und Glitzerpapier. Und das möchte ich dann so zum Beispiel anbringen. Ja, hier kann man dann schauen, ob man die gleiche Farbe nutzt und das dann so ein bisschen versetzt. Ich finde das irgendwie ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Das macht schon was her. So, und wenn man das dann dementsprechend so anordnet, hat man einen wunderschönen Aufleger in einer Wabenoptik. Oh, das ist der schlechte. Nehmen wir einen anderen. Upsa. Und dann kann man richtig tolle Kartenaufleger zum Beispiel damit zaubern. Natürlich auch andere Sachen. So, man muss natürlich schauen, dass der Abstand auch dementsprechend etwas gleichmäßig ist. Aber ich sag mal, so würde dann der Aufleger aussehen. Und die beiden überstehenden kann man abschneiden. Und dann hat man einen tollen Aufleger. Dann auch noch einen Stempel drauf. Und den auf eine Karte aufgebracht. Und dann wäre man auch schon fertig. Also wenn man das jetzt alles festklebt, ich muss das mal versuchen festzuhalten. Ich möchte das Video jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. So, das dann so anbringen. Das denkt man sich dann dementsprechend weg. Hier dann noch ein schöner Spruch hin.
Oder vielleicht sogar noch ein Stanzteil obendrauf, ob es jetzt ein Vogel ist oder irgendwas, irgendein schönes Motiv. Und das ist dann halt noch dieser Hintergrund. Oder eine coole Biene, wenn man das vielleicht im Schwarz-Gelb-Look macht. Und ja, dann kann man da eine tolle Karte mitzaubern. Und deswegen habe ich mir diese Stanze geholt. Oder man nimmt das halt und nimmt das als Stempel. Und stanzt das aus einem weißen Papier aus, stempelt da was drauf und hat halt direkt ein Sechseck als Stempelaufleger. So, also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, das waren meine zwei Produkte, die ich euch eben zeigen wollte, inklusive Test. Ich mag beide Produkte. Ich verlinke die euch in der Infobox. Und ansonsten, denkt an meinen Bastelaufruf, macht gerne mit. Ich würde mich freuen, ich habe auch schon Bilder bekommen von Mitbastlern und ich freue mich tierisch, wenn da noch ein paar zusammenkommen. Und ansonsten bleibt so wie immer, vor allen Dingen bleibt gesund. Bis bald!